Herzlich willkommen zum 827. Wochenmagazin der Regio Kids aus dem Agrarpark Markkleeberg, welches noch als 6. Folge von Regio Kids on Tour gelten kann, obwohl die Sommerferien leider vorbei sind. Traditionell zeigen wir im Schnelldurchlauf noch einmal, wo wir in diesem Sommer waren und was wir Ihnen und Euch als Reiseziele empfohlen haben. Ebenfalls traditionell wünschen wir immer informative Unterhaltung. Wir legen auch gleich los. In der ersten Woche waren Sophie und Alice am Kardierwerk in Bad Dürnberg, sowie Lilly und Gina Marie im Teegehege Dornreichenbach. Von letzterem gibt es noch einmal einen Ausschnitt. So wie angekündigt, unternehmen wir jetzt einen kleinen Rundgang durch die Anlage. Bestimmt machen wir damit vielen Appetit auf einen Besuch, denn das ist immer schöner als die schönsten Fernsehbilder. Und mit Herrn Otto haben wir natürlich den besten Begleiter. Also wir haben fast überall Schilder dran, wo man auch mal immer dann nachlesen kann, was im jeweiligen Gehege ist. Indische Faultaufen haben wir hier. Oh, die sind ja schön. Ja. Die brüten auch ganz gut dort oben. Das hier ist unser grünes Klassenzimmer, wo wir den Unterricht abhalten wollen mit Schülern und auch Versammlungen, Vereinsleben und Dorfleben. Dazu ist es gebaut worden. Das sind Schwarzhalsziegen, die haben zurzeit zwei kleine, aber die sind hier irgendwo im Gelände auf Achse und kommen aber zu Vati und Mutti zurück. Also die wissen, wo sie zu Hause sind. Hier haben wir drei Alpakas. Wie wir sehen, machen sie gerade Mittagspause und unter anderem Mahlzeit, Mittagsmahlzeit. Also so verschieden sind die Tiere. Ne? Dort sieht man die zwei Jungschwarzhalsziegen. Also die gehen dorthin, wo es ihnen gerade gefällt. Jetzt zur Zeit sind sie in Alpaka-Gehege. Manchmal sind sie am Deich oder hier im anderen Gelände. Also sie sind im ganzen Park im Gelände unterwegs. Das ist unser Esel Bodo. Auch in der zweiten Ferienwoche waren zwei EB-Teams in der Spur. Genau, ich war mit Sophie am Hassesee und Lilly besuchte mit Alice und Gina Marie den Irrgarten der Sinne in Korinthsalis. Von beiden Aufnahmeorten haben wir was herausgesucht. Der Hassesee liegt wie bereits gesagt eingebettet im Geiseltal zwischen den Städten Weißenfels und Merseburg, direkt am Ortsrand der Gemeinde Rosbach. Das Strandbad punktet mit einem 500 Meter langen Sandstrand. Und einer großflächigen und teils schattigen Liegewiese.
Große Attraktion ist die 90 Meter lange Riesenrutsche. Die wollen wir natürlich auch ausprobieren. Bevor wir die Rutsche ausprobieren, gehen wir erst einmal hinüber zu unserem anderen EB-Team. Ich denke, von dort gibt es auch richtig gute Anregungen für einen interessanten Ferientag. Heute sind wir als Sprecherinnen im Dreierpark unterwegs und das aus gutem Grund. Wir mussten zwar gar nicht so weit fahren, um unser heutiges Ziel zu erreichen. Dafür gibt es hier so viel auszuprobieren, dass jede von uns was zu tun bekommt. Ich beende hier mal das kleine Versteckspiel, wobei der Begriff Versteck gar nicht so weit weg ist von dem, was wir heute vorstellen wollen. Den Irrgarten der Sinne in Gonzales. Vielleicht sollten wir erst einmal erklären, welche Sinne hier im Irrgarten angesprochen werden sollen oder können. Also mir fallen das Sehen, Hören und Schmecken ein. Da bleiben meines Wissens noch Riechen und Tasten. Super, dann begeben wir uns mal in die Spur. So, runtergekommen seid ihr prima. Aber jetzt müsst ihr dort wieder hoch. Oh nee. Komm, das schafft ihr. Erst testen wir mal das Türenlabyrinth. Du da rein und du da rein und ich da rein. In der dritten Woche hatten wir den Freizeit- und Erholungspark zum Possen als Stil gewählt. Dort waren vor Jahren schon einmal welche von uns, aber es sollte dort eine Menge Neues geben. Gab es auch, wie ich mit Sophie und Lilly gemeinsam erleben konnte. Eine Attraktion, die noch relativ neu auf dem Possen ist und bis zu diesem April noch einmal erweitert wurde, ist der Hochseilgarten. Kletterwälder haben wir in den letzten Jahren immer wieder vorgestellt, aber hier hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Stimmt, hier gibt es den Kletterwald mit unterschiedlich schwierigen Strecken und einen speziellen Kinderklettergarten. Thank you.
In der vierten Woche warst du ja gleich zweimal unterwegs. Ja, warum nicht? Mit Lilly habe ich die Flugwelt Altenburg-Nobitz besucht und mit Sophie ein schönes Freibad in Wurzen. Von beidem haben wir etwas herausgesucht. Seit 2005 präsentieren die Mitglieder des Vereins Flugwelt Altenburg-Nobitz hier in einem historischen Gebäude des ehemaligen Fliegerhorstes eine Menge Sehenswertes aus der Welt der Fliegerei. Die Vereinsmitglieder haben es geschafft, sowohl Luftfahrtbegeisterten wie einfach nur Neugierigen jeden Alters Wissenswertes anschaulich näher zu bringen. Thank you.
Schön ist, dass auch die Fans der Modellfliegerei auf ihre Kosten kommen. So, da sind wir wieder, Altenburg-Norwitz im Luftfahrtmuseum. Wie versprochen, wollen wir Sie und euch neugierig darauf machen, was das Außengelände alles zu bieten hat. Und das machen wir am besten durch einen Rundgang. Und wer mehr wissen möchte, kommt ganz einfach hierher. Was ich woanders bisher noch nicht gesehen habe, sind die 6 Becken in einem Bad. So können die Badegäste entscheiden, was sie tun möchten und werden nicht von anderen behindert. Das Freibad Dreibrücken liegt zentral an der B6 sowie der Bahnverbindung von Leipzig nach Dresden. Es ist gut mit dem Auto, mit der Bahn und sogar mit dem Fahrrad zu erreichen. Ab 1992 wurde das bisherige Freibad grundhaft saniert. Es wurde das Umkleidegebäude komplett erneuert, neue Becken nach modernsten Bedürfnissen innerhalb der alten Beckenanlage eingefügt und die gesamte Wassertechnik nach neuesten Richtwerten installiert. Dabei entstanden ein raumgreifendes Erlebnisbecken mit Leerschwimmbecken, ein großes Schwimmbecken, ein Sprungbecken mit Sprunganlagen, und ein Planschbecken für Kleinkinder. Sowie eine 65 Meter lange Großrutsche mit Rutschlandebecken. Die 5. Folge Regio Kids on Tour 2015, in der wir beide neues Außenwildpark Leipzig vorgestellt und Tina Marie mit Joana das Bad Burkertshain getestet haben, liegt erst eine Woche zurück. Trotzdem zeigen wir noch einen Ausschnitt vom Beitrag unserer beiden Jüngsten, denn das ist vielleicht noch ein Tipp für alle, die in der letzten Woche im Urlaub waren. Was schon auf den ersten Blick auffällt, ist die vorbildliche Sauberkeit und Ordnung hier im Bad. Damit steht einem erholsamen Aufenthalt nicht im Wege. Und wie es mit der Beckenanlage aussieht, das schauen wir uns gleich an.
Also, wer hier keine Lust bekommt, ins kühle Nass einzutauchen, dem ist nicht zu helfen. Ich mache das jetzt. Ich natürlich auch. Nur das Mikro muss draußen bleiben. Damit ist unser Sommerferienprogramm 2015 beendet und wir hoffen, es hat Ihnen und euch gefallen. In der kommenden Woche gibt es aber auch wieder Interessantes und Amüsantes. Einschalten lohnt sich also. Tschüss!